Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge unseres Through the Darkest of Times Let's Play. Ich bin der Palzi oder Wolf Greve. Greve Bartke Gruppe, wobei Monika Bartke, ja, keine Ahnung, ob sie noch lebt, aber die ist hier ausgestiegen. So, wir haben Verletzten und Jan Hahn ist eine der Schlüsselfiguren in unserer Gruppe. Dem würde ich gerne auf die Krankenstation bringen. Da geht unser gefälschter Reisepass flöten. Und die Vorbereitung ist nicht gut. Für eine bessere Vorbereitung. Anna ist instabil, das ist negativ. Erna wäre okay. Sebastian auch. Wolf auch. Aber bloß nicht Anna. Das bringt 5 Moral. Denn Moral wird, so wie es aussieht, zu einem echten Problem. Wir haben immer noch nichts, wo wir die Moral verbessern können. Parolen auf Mauern schmieren würde 5 Moral bringen. Da würde die Ruhe von Jan aber helfen. Und Jan, wenn er nicht gerade verletzt ist, kommt in Kombination Geheimhaltung und Propaganda auf 8. Das ist das, was Sebastian auch bringt. Also. Ah nee, du hast ja gar keine Propaganda, du hast ja Allgemeinbildung. Wolf wäre hier wahrscheinlich besser. Erna wäre noch besser. Also Erna und Jan wären hier optimal. Wir könnten mal gucken, was bringt das hier? Würde 14 bis 17 bringen. Dann könnte Sebastian den Jan ins Krankenhaus begleiten. Obwohl Erna da besser wäre hinsichtlich der Vorbereitung. Aber Sebastian hat noch keinen Punkt Verfolgungsgrad. So, ich denke, so wäre auch okay. Wir würden damit also die Moralverluste in der Woche, die 10 kontern. Hätten dann noch Anna übrig, die vielleicht wieder ein paar Spenden sammelt. 25 bis 31. Ist mehr als das, obwohl hier die Vorbereitung besser ist. Problem ist natürlich, wir werden unseren Reisepass dabei los. Könnten hier gegen 3 Informationen einen neuen Reisepass bekommen. Wo kriegen wir Informationen her? Hier zum Beispiel. Dabei ist Jan aber schon verletzt worden und an sich wäre er da auch gut. Geheimhaltung und Empathie. Wer sind denn da stark? Erna zum Beispiel ist da sehr stark. Anna auch. Aber mit ihrer Instabilität. Da wäre Jan wirklich hilfreich. Nee, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist tatsächlich hier das Spendensammeln in Pankow freischalten. Oder schmieren wir hier Parolen, um einen Hitlerjugendtrupp zur Aufgabe zu zwingen. Wir könnten auch zerstörtes Gebäude plündern. Also, du bist wieder instabil. 3 zufällige Gegenstände. 6 Moral. Ich meine, hier schalten wir uns ja nur erstmal das Spendensammeln frei. Ne, wir müssten vorher auch Flugblätter verteilen. Das heißt, das da ist völlig sinnbefreit. Ehrlich gesagt. Das heißt Krankenhaus. Mit Arbeitern sprechen wäre auch gut.
paar Unterstützer. Bücherverbreitung wird freigeschaltet. Brauchen wir zwar eigentlich nicht. Was ist hier bei den Zwangsarbeitern? Könntest auch du machen. 10 bis 12 Unterstützer. Dann würden wir aber kein Geld sammeln. Geld kommt aber rein über die Unterstützer. Das war ja, glaube ich, letzte Runde so um die 20. Lassen wir euch zwei Gebäude plündern. Drei zufällige Gegenstände. Mit ein bisschen Glück kriegen wir ja was Gescheites. Dann versuchen wir das mal so. Abmarsch. 19 Mark von den Unterstützern. Panik. Wir ziehen durch. Dreimal Papier. Okay, ist nicht falsch. Das ist Anna. Die Hälfte der Unterstützer wären auch okay, falls sie... wurde trotzdem gesehen. Und dann das Krankenhaus. Jan Hahn versucht mit gefälschten Papieren in eine Wehrmacht-Krankenstation behandelt zu werden. Es funktioniert. Die Krankenschwestern akzeptieren unsere Papiere und unsere Verwundeten werden behandelt. Wir hatten doch kaum Verfolgungsgrad. Führen mich in ein fensterloses Loch hinunter und ich weiß genau, was mich erwartet. Greve. Wolf Greve hatte Verfolgungsgrad 1, bin ich hundertprozentig sicher. Greve, sagt eine eiskalte Stimme. Was für ein schöner deutscher Name. Gefällt es dir, Greve, deinen Namen zu hören? Wie meinen Sie das? Genieße das, solange du kannst, sagt die Stimme. Einmal im Lager wird dich niemand mehr beim Namen nennen. Warum würden sie mich in ein Lager schicken? Komm schon, hör auf damit. Wir beide wissen, dass du schuldig bist. Warum ersparen wir uns nicht beide die Mühe und du gestehst? Wer sich verteidigt, klagt sich an. Wer nicht die Schnauze hält, ist dran. Ich habe nichts zu gestehen. Ohne Vorwarnung schlägt er mir in die Nieren, schlägt mir ins Gesicht und schlägt mir in die Magengrube. Ich weiß von nichts. Ich kann meine eigene Stimme hören, wie sie weint und heult, aber das bin nicht ich. Als er endlich von den Schlägen ablässt, sagt er: Warum schicke ich dich nicht in ein Lager? Weil du die Mühe nicht wert bist. Warum erschieße ich dich nicht gleich? Weil ich mich mit dir noch ein bisschen unterhalten will. Ich will leben, bitte. Trotz seiner Drohungen schicken sie mich nicht in ein Lager. 2 Wochen später bin ich wieder auf freiem Fuß. Sind jetzt 2 Wochen vergangen damit? Wir hatten eben noch 17, glaube ich. Nach Hause gehen. Angeschlagen, aber am Leben. Die Zeiten werden sich bald ändern, aber bis dahin muss ich mich hüten. Nächstes Mal werden sie ihren Auftrag zu Ende führen. Das ist natürlich ein Schlag in... Wir haben nichts, um unsere Moral zu steigern. Wir müssten jetzt irgendwie bei Mitte 20 oder so sein. Anfang, Mitte 20. Vor allen Dingen so grundlos. Wie gesagt, Verfolgungsgrad 1.
Und dann einfach verhaftet. Weshalb? Patty, komm runter. Flugpost. Zusammenschluss der Kräfte. Britische und US-Truppen treffen sich in den Ardennen und ziehen gemeinsam weiter. Gazeta. Warschau befreit. Der letzte deutsche Widerstand in der umkämpften polnischen Hauptstadt Warschau wird von polnischen Einheiten gebrochen. An alle Berliner. Todesmärsche beginnen. 98.000 Häftlinge des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz werden vor heranrückenden sowjetischen Truppen evakuiert. Ja, jetzt sind wir natürlich verletzt. Ey, das Kapitel hier ist ja schon wieder erst die Verletzung von Jan und jetzt wir. Naja. Das ist die Gelegenheit. 22. Januar 1945. Das ist die Gelegenheit, sagt Anna Waldmann. Diese Informationen erlauben uns, einige der Flugabwehrgeschütze außer Gefecht zu setzen. Wir können diese Infos an die Briten weitergeben und die können dann einen gezielten Angriff starten. Das ist interessant. Seid ihr plötzlich alle verrückt geworden? Sagt Jan Hahn. Sicher, wir wollen, dass die Nazis den Krieg verlieren, aber diese Bomben treffen unsere Stadt. Die schlagen in unseren Nachbarschaften ein. Unsere Familien, unsere Freunde kommen zu Tode. Die bringen uns um, um Himmels Willen. Diese Flugabwehrkanonen sind unsere letzte Verteidigung. Also ich bin jetzt pisst. Ich bin verletzt und angepisst, muss ich echt sagen. Er mag zwar recht haben, aber vielleicht, das ist immer noch eine großartige Gelegenheit. Flugabwehrgeschütze sabotieren als neue Aktion. SA-Präsenz überall. Wo ist denn das mit der Sabotage der Flugabwehrgeschütze? Da. Da brauchen wir aber zweimal Sprengstoff. Wir können Wolf nicht in die Krankenstation schicken. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben ja drei Leute, die wir theoretisch abtauchen lassen könnten. Aber die Moral ist ein echtes Problem. Wir haben genug Geld. Ich schaue jetzt gerade, ob wir irgendwo Möglichkeiten haben, tanzen zu gehen oder sonst was zu machen. Beweise verschwinden lassen für 80 Mark, da müssten wir nicht abtauchen. Empathie und Allgemeinwissen. Sebastian? Ja, aber das kann er nicht alleine machen, nicht mit der Vorbereitung. Unsere nächstbesten Empathen sind die zwei. Nee, das können wir, das, die Aktion können wir vergessen. Hier brauchen wir Infos. Hier könnten wir Informationen kaufen. Zwei Informationen. Zwei bis drei. Das sind auch nur zwei bis drei. Das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Wenn wir mehr Geld einsetzen, kommen wir auf sichere drei Informationen. Mit den Informationen könnten wir ja dann gefälschten Reisepass wieder mal besorgen, dass wir einen in petto haben. Das kommt zu spät. Wir brauchen eine Aktion für Informationskauf, eine für in der nächsten Runde den Reisepass und dann ist Wolf eigentlich auch schon, wenn wir ihn ausruhen lassen, wieder geheilt. Aber wir haben immer noch nichts für die Moral.
Das bringt Moral plus 2. Da hätten wir noch Erna und Sebastian. Moral plus 5. Das hieße aber mit der Moral plus 2 zusammen plus 7, wenn insgesamt minus 3. Und hier ist die Vorbereitung nicht besonders gut. Hier wäre Jan hilfreich. Aber wegen seines hohen Verfolgungsgrades erhöht er natürlich das Risiko auch entsprechend. Moral plus 8 bringt 2 Informationen. Nee, die sind hier. Mit Jan sichere 3. Hier sind wir schon bei 2 bis 3. Hier geht nichts. Zubehör hilft überhaupt nichts. Kohle. Nutzt nichts bei den Aktivitäten da. Nee. Also die Aktion lohnt nicht. Ich glaube, Parolen auf Mauern schmieren. Wir könnten den Hitlerjugendtrupp zwingen, aufzugeben. Da müssten wir vorher aber noch Flugblätter verteilen. Das ist genau der gleiche Rotz wie da oben. Einrichtung einer Werkstatt. Dann hätten wir noch Erna oder Sebastian. Denn mit der Werkstatt könnten wir ja anfangen, Flugblätter zu drucken. Wir haben ja Papier gefunden. Dreie haben wir schon. Zum Flugblatt drucken braucht man Fünfe. Wir könnten hier kaufen gehen. 3 bis 4 ist völlig okay. Dann wären wir bei 6 bis 7 und könnten auch Flugblätter drucken. Dann könnte Erna diese Runde was anderes alleine machen. Hier ist sie nicht gut geeignet. Oder könnte Erna auch. Nee, das lohnt nicht. Da schicken wir, wenn, dann Sebastian hin. Mit Arbeitern sprechen. 4 bis 5. Da auch nur 4 bis 5. Informationen kaufen. Nee, nicht genug Vorbereitung. Nee, 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 nee. Zu riskant. Spenden sammeln. Immerhin 22 bis 26. Aber der Bezirk ist halt heiß, ne? Nee, nicht zuweisen. Abbrechen. Was ist das Beste für Sebastian und Erna? Wir könnten da Schlagknüppel herbekommen. Und zwar bis zu 3 Schlagknüppel. Zwei wäre ja, sind ja, glaube ich, hier notwendig, um ein Gewehr zu bekommen. Aber das ist eigentlich in den vergangenen Kapiteln echt nicht unser Stil gewesen.
Passt auf. Wir schicken Erna eine Werkstatt einrichten. Das kostet 40 Mark. Sebastian geht hier einkaufen. 60 Mark. Und dann wird der Rest eine Runde abtauchen. 90 Mark weg. Erna Waldmann mietet eine abgelegene Garage in Kreuzberg. Wir können dort unsere eigene Werkstatt einrichten, in der wir Flugblätter drucken und Ausrüstung für unsere Aktionen herstellen. Okay. Sebastian Klein möchte Papier kaufen. 4, sehr schön. Der Rest taucht auch eine Runde ab. Die Moral der Gruppe und auch deine eigene ist am Boden. Einige Mitglieder diskutieren offen darüber aufzugeben. Du möchtest es nicht laut aussprechen, aber auch du hast schon darüber nachgedacht. Jede Woche Angst und Gefahr, Verantwortung für Leben und Tod. Es ist verlockend, das alles hinter sich zu lassen. Ja, also diese minus 10 für diese Zufallsverhaftung ohne, wie gesagt, ich erkenne nicht, warum wir da verhaftet worden sind. Das ist natürlich dann diese Woche minus 8, ja, wo sind wir denn dann? Flugpost. Royal Air Force über Deutschland. British Royal Air Force fliegt schwere Luftangriffe auf Bahnanlagen in der Nähe von Gelsenkirchen. Gazetta, Ostfront rückt näher. Sowjetische Truppen erobern die Stadt Bromberg in Westpreußen. An alle Berliner, keine Züge mehr. Die Deutsche Reichsbahn stellt den zivilen Schnell- und Güterzugverkehr wegen Schäden am Schienennetz ein. 29. Januar 1945. Ich habe ein Problem, sagt Sebastian Klein. Können wir etwas für dich tun? Meine Wohnung ist durch einen Bombentreffer letzte Nacht zerstört worden. Ich weiß nicht, wo ich bleiben soll. Anbieten, bei mir zu bleiben. Du kannst in meiner Wohnung übernachten. Wir haben nicht viel Platz, aber du kannst in der Küche schlafen, sage ich. Ich bin dir so dankbar, sagt Jan. Gibt das mal ein Moral Plus jetzt? Anscheinend nur für Sebastian. 18 Moral. 18. Das bringt 3 Moral. Wir müssen irgendwie sowas wie zerstörte Gebäude plündern und sowas machen. Das bringt immerhin plus 6. Wolf muss noch eine Runde aussetzen. Der Rest ist vom Verfolgungsgrad eigentlich okay. Könnten eine Bombe bauen. Aber wofür? Um die Flugabwehrgeschütze zu sabotieren. Da brauchen wir 2 Sprengstoffe. 2 Sprengstoffe? Wozu sollten wir eine Bombe brauchen extra? Denn die Bombe würde ja auch Sprengstoffe brauchen. Wenn man Sprengstoff stehlen wollen würde. Es gibt aber nur einen als Maximum. Oder sehe ich da was falsch? Nee, da tut sich gar nichts. Das bleibt bei 1. Da wäre auch noch mal Sprengstoff. Da müssten wir vorher aber einen Streik organisieren. Und der bringt nur plus 1. Und Moral ist definitiv ein riesen, riesen Problem. Wird leider nicht in der Übersicht nicht angezeigt, wie viel Moral das bringt.
Flugblätter drucken würde 2 bringen. 3 Flugblätter kann man mit Sicherheit weiter pimpen. Da wäre natürlich Wolf gut, wenn er unverletzt wäre, denn der hat 4 Propaganda, 2 Allgemeinwissen. Er ist aber... Ja, nee, vergiss es. Wolf ruht sich aus. 2 Aktionen, denke ich. Hier kriegen wir 2 Informationen. Gibt es irgendeine Konstellation, wo wir sicher 3 bekämen? Nein. Mit der Militäruniform. Sichere 3 hier zum Beispiel. Da waren es 3 bis 4. Hier auch 3 bis 4. Das heißt, wir müssten Sebastian hier mit reinschicken. Und dann vielleicht Erna. Es geht mir jetzt nur um die Moral. 3 zufällige Gegenstände, schön. Aber die 6 Moral. Was ist denn mit diesem blöden Kunstwerk? Es wird jeden in der Gruppe glücklich machen. Kann man das einfach... Ah, Moral plus 20. Schau einer an. Naja, das hat uns ja ein bisschen was... Wird das Zubehör auch so genutzt? Muss ich mal zwischen den Folgen ausprobieren. Das probiere ich zwischen den Folgen aus, ob das auch, wenn man das auf ein Mitglied zieht, auch einen Moralschub gibt. Aber das mit dem Kunstwerk war ja auf jeden Fall schon mal gut. So, das heißt... Das würde ich aber echt gerne ausprobieren. Passt auf, ich mache das onscreen. Wir hatten ja gerade einen Speicherpunkt. Dann brauche ich das nicht alleine ausprobieren. Hier, Erna, unsere 75-Jährige mit dem inzwischen 8-jährigen Sohn. Das biologische Wunder. Was sagt das biologische Wunder? Jetzt habe ich den kompletten Stapel verschoben. Nee, kann man gar nicht raufschieben. Ich habe keine Ahnung, wofür das Zubehör dann genutzt werden kann. Aber das mit dem Kunstwerk war auf jeden Fall gerade Gold wert. Moral, einfach mal aus dem Nichts. So, das heißt, wir können jetzt unsere Aktionen planen. Und zwar zerstörte Gebäude plündern, du. Das ist an sich okay. Das heißt, wir müssten dann aber Anna hier einsetzen, könnten aber die Gefahr durch die Wehrmachtsuniform senken. Andererseits, nee, 3 bis 4 ist eh das Beste. Dann macht ihr das. Und ihr zwei geht Gebäude plündern. Wolf macht gar nichts, weil ich da echt kein Risiko eingehen möchte hinsichtlich einer weiteren Verletzung und damit dem Tode unseres Protagonisten. Ja, ich glaube, mit den Aktionen gehen wir dann an den Start beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, was mich sehr freuen würde. Genauso würde mich natürlich freuen,
Wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen, macht's gut, euer Palzi.